Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hero Zero. Und bevor wir loslegen, muss ich mich kurz dafür entschuldigen, sollte es laggen oder sollte es mal irgendwie länger laden, dann liegt das sehr wahrscheinlich daran, dass ich gerade im Hintergrund einen Upload laufen habe. Mache ich normalerweise nicht sowas, während ich aufnehme, Upload, aber da ich heute Abend also nicht schon wieder so spät ein Video hochladen will, habe ich mal die Chance genutzt und mache es heute ein bisschen eher, damit ja, mein Zeitplan nicht so extrem auseinandergerät. Deswegen könnte es sein, dass es ein bisschen leckt. Schon mal Entschuldigung dafür. So, dann haben wir tatsächlich mal wieder normale Gegenstände, die Plus bringen. Allerdings nur den. Was verändert? Achso, der bringt Grips. Aha. Der ist eigentlich ziemlich gut. Der ist eigentlich ziemlich gut. Für einen Donut kann man sich gönnen. Und was bringt der? Der bringt. Die. Ja. Ach halt, Moment mal, da geht der der Intuitionsbonus wieder flöten. Ja, ich behalte's mal noch ein bisschen, weil der Helm ist richtig gut. Und zusammen mit dem Intuitionsbonus sind die Schuhe da nicht so veraltet. Und ich meine, plus 16, wenn man den 5% Intuitionsbonus dazu rechnet, das bringt ungefähr 20 bis 30. Deswegen, lass mal die mal lieber noch. Können ja nicht schaden. So, für Alu, Energie. Ich sage irgendwie immer häufiger Alu. Haben wir noch 200 und noch 6 Trainingseinheiten. Na, die könnten wir eigentlich machen, während wir uns die Teamkämpfe gönnen. Vorher noch die Heldentat. 15.000 Ehre erlangt. Oh, Überraschung, diesmal keine Donuts. Was ich ziemlich schade finde eigentlich. Donuts haben mir jetzt die letzten Tage ziemlich gut geschmeckt. Und das spüren wir mal, das hat mir zu viel Kondition. Schleudern. Ich sage immer noch spüren. Das ist wirklich einmal falsch eingeprägt. Und dann. Ja. Nein. Oder? Ich weiß nicht. Das bringt trotzdem plus 21. Was bringt denn das? Nee, ich brauche die Ausweichrate für den Sondereinsatz, weil wir haben zwar nur eine extrem geringe Chance, aber die will ich nicht verlieren. Am Ende weicht der noch 10-mal aus und ich gar nicht. Das wäre ja auch nicht schön. Die verstreiten sollte eigentlich kein Problem sein. Die fertig zu machen, wie immer eigentlich mit dem Angriff Verteidigung, gibt es heute gar keine. Also auch nicht später am Abend, sondern wirklich gar keine. Was ich ziemlich begrüße. Wir sind so gut, uns will einfach niemand angreifen, ja, weil wir einfach so krass sind. Tja, so ist das. Man kann sich das nicht aussuchen, Skill zu haben. Man wird einfach damit geboren. So ist das. Deswegen klatschen wir die nur schnell um. Heute ein sehr kurzer Part übrigens. Ich muss es mir eh mal demnächst überlegen, wie es dann weitergeht. Weil jetzt, wo Action wieder geht, kommt ja täglich wieder einmal ja, LOL, Flife. Na gut, mehr gibt es eigentlich gar nicht. Er kommt dann ja täglich wieder. Am Wochenende dann wieder COD. Und dann habe ich eigentlich schon genug Videos. Bloß dann kommen halt nicht zwei täglich, sondern immer nur eins täglich. Deswegen passt mir das Hero Zero eigentlich immer ziemlich gut. Da die immer schön flüssig laufen. Es ist zwar auch theoretisch gesehen immer ein bisschen dasselbe, aber ja, sind immer wieder ein bisschen anders zu kommentieren. Deswegen würde ich die eigentlich auch gern beibehalten täglich. Und ich werde dann wahrscheinlich ab nächster Woche dafür sorgen, dass wir dann auch täglich Themen haben. Ja, tägliche Themen, täglich Themen, täglich, tägliche, täglich Themen. Jeden Tag. Ja, werde ich mal schauen. Werden nicht immer was mit Hero Zero zu tun haben, aber ich werde schauen, dass ich zumindest in die richtige Richtung gehe, was das angeht. So, dann schauen wir mal, wer es beenden wird, die Schnecke. Und, ja, wobei für das Level sind die Skills jetzt nicht durchschnittlich, würde ich jetzt mal sagen. Fast schon schlecht eigentlich. Ja. Gut, die hat es aber trotzdem einige weggeklatscht. Gut, ist auch ganz klar der Levelvorteil. Und der Kurde beendet es. Klatscht wirklich beide weg. Sehr schön. So, dann gibt es noch die Jugend von heute. Da muss man ein bisschen. Mist! Sag ich auf dem. Das ist aber auch blöd, ey. Egal. Mist, da habe ich jetzt den Kampf übersprungen. Sorry. Ärgerlich. Egal. Da ist es wieder. Der ist hier so extrem übertrieben stark. Und der nächste wird dann wieder 2000er Stats haben. Das ist irgendwie. Ich krieg's immer noch nicht in meinen Kopf rein, wie das Ganze hier so wirklich funktioniert. Naja. Ich könnte ja meinen Support fragen, ne?
Heute habe ich übrigens eine E-Mail bekommen, oder was heißt eine E-Mail, eine Nachricht im Game halt. Ich bin vom Support und ich brauche deine E-Mail-Adresse und dein Passwort, um dir 250 Donuts gut zu schreiben, wenn Server 9 startet, auf dem ich, by the way, nicht spielen werde. Hat da ernsthaft einer geschrieben, dann MFG, ach nein, vorher hat er noch so geschrieben, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Er oder Sie ist, halt einfach ein Typ halt im Spiel. Vorher hat er noch so voll lustig ein paar Rechtschreibfehler reingebaut, hat sich so voll bemüht, richtig zu schreiben. Und dann hat er ernsthaft Zentralen mit C geschrieben, ja, weil es in Amerika heißt der Central oder Central. Und da schreibt man es ja mit C und er hat ernsthaft Central Computer geschrieben, oder nee, ich glaube Central Server sogar. Ja, war ziemlich lustig, sowas zu lesen. Habe ich direkt an den Support weitergeleitet. Da bin ich ein strikter, also wenn mir persönlich jetzt wirklich jemand. Oh, ist das schon wieder? Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist. Manchmal geht es einfach so hin und her von den Teams her. Wer mir sowas schickt, also ich bin jemand, der sich einfach an AGB und sowas hält, ja. Tut mir leid, aber da bin ich halt einfach strikt, ja, da sage ich nichts. Und ich meine, wenn mir wirklich jemand als persönliche Nachricht, wenn er wirklich mir schreibt, ja, dass er meine Accountdaten haben will, in den AGB steht drin, es ist verboten, Spieler nach den Accountdaten zu fragen, beziehungsweise sie halt für Donuts oder so zu sagen, ja, du kriegst ja Donuts, dafür gibst du mir deine Accountdaten und so weiter, steht da wortwörtlich drin, da ist gegen die AGB. Und ich meine, wenn mir jemand sowas schickt, das ist ein Klick hier unten auf Support, dann machst du einen Screenshot mit Share X, dauert 5 Sekunden, schreibst da rein, Support, der Spieler hat sich als Support ausgegeben, abschicken, fertig. Dauert keine 2 Minuten. Ist wirklich null Aufwand, ja. Und ja, dafür dann gebannt, ja. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich auch, what the fuck ist mit dem los, ne? Aber ganz ehrlich, ich persönlich bin einfach der Meinung, solche Leute gehören gebannt, auch wenn es wahrscheinlich nicht sein richtiger Account ist. Ich glaube, der war nur Stufe 10 oder so. Ist mir recht, Wayne. Ich meine, wie gesagt, es sind nur ein paar wenige Klicks, die sehr schnell gehen. Und ja, also tut mir leid, aber ich bin da ein wirklich ganz ein Spieler, der sich da wirklich dran hält. Also auch bei Shakes and Fidget und so habe ich eigentlich noch nie gegen die AGB wirklich verstoßen. Wirklich noch nie eine Verwarnung bekommen und so weiter in meinen 3,5 Jahren Spielzeit. Das ist mir einfach sehr wichtig, sich daran zu halten. Ja. Ist halt meine persönliche Meinung. Kann auch jeder seine eigene haben, aber wenn man wirklich, ich meine, wenn man es wenigstens im Geheimen macht, es nicht rumerzählt und dann, ja, schön und gut, ne? Also, wenn es mir jetzt jemand so im Geheimen erzählen würde aus dem Team oder so, dass er da mal irgendwas gemacht hat, dann würde ich jetzt auch sagen, ja, komm, scheißegal, wenn du es jetzt nicht gerade an den Support schreibst, dann wen juckt's? Aber wenn man wirklich direkt fragt, ob man gegen die G. Nee, nicht direkt fragt, wenn man direkt sagt, ich will gegen die AGB verstoßen, ich will deinen Account-Daten, ich biete dir dafür Donuts an. Ich meine, da muss man schon ziemlich dumm sein. Gut, ist wahrscheinlich auch nicht ernst gemeint. Wie gesagt, war wahrscheinlich auch nicht der richtige Account. Aber wie gesagt, Wayne Train. Oh, wurde ich wieder schön angegriffen. Vorhin ja den Erfolg, die Heldentat bekommen mit 15.000 Ehre. Ich weiß gar nicht, welcher Platz ich gerade so normal bin. 135 und im Wochenturnier bin ich Platz. Ich steige trotzdem täglich auf. Platz 21. Ja, langsam geht es nicht mehr voran. Top 10 ist jetzt gerade bei 12.000 Ehre. Wie viel hat der erste? 18.000. Ja gut, der geht auch nicht mehr sehr viel höher. Ich glaube, gestern war er. Ich glaube, ganz am Anfang war er schon bei 12.000 oder sowas. Wird wahrscheinlich nicht mehr so hoch gehen. Genau. Dann machen wir einen Sondereinsatz. Zoomen wir hier noch ein bisschen. Jetzt habe ich ja mehr Clips wieder. Jetzt muss ich mal die anderen drei Werte wieder hochballern. Weil Grips ist jetzt schon ein Stückchen über denen. Hier sind wir. Bei was ist, oder? Doch, 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 hier sind wir. Die Jodler, die sind ja immer noch unsere Probleme. Die drei Jodler. So, jetzt bin ich überall besser. Was? Die Pro. Das ist nicht euer Ernst. Der weicht mit 7% ernsthaft schon wieder aus. Und sowas ist der erste Versuch. Das ist doch. Da könnte ich schon wieder kotzen, wenn ich das gleich sehe. Also, mich würde das echt mal interessieren, was der Supporter zu sagen würde. Oder. Ja, gut, das heißt der Support. Der Support ist ja eigentlich nur für die Spielerunterstützung da. Was die Entwickler dazu sagen, dass es irgendwie eigentlich totaler Schwachsinn ist. So, jetzt habe ich wenigstens eine 0,8% höhere. Das ist nicht. Das kann doch nicht sein! Das ist doch vollkommen. Wie. Was für eine Prozentschocks hat der? Jeden zehnten. Ja, jeden. Ja, jeden 13. Schlag ungefähr.
circa, grob geschätzt, jeden 13. Schlag. Und der weicht gleich dem 2. aus. Nicht dem 10., nicht dem 8., nicht dem 6., nein, gleich dem 2., ja, weil das kann. Weil sie es können, besser gesagt. Es sind ja 3. Ja, wahrscheinlich weichen sie deshalb so oft auf, weil das sind 3 Jodler, ja. Muss hier alles mal 3 nehmen. Die machen nicht 4321 Schaden, nein, die machen 8621. Die haben nicht, na gut, die haben nicht 1,9%, die haben 3,8% und die haben nicht 7%, sondern 14%. Ja, ist ja natürlich vollkommen logisch, ne? Ach halt, Moment mal, 3, stimmt ja gar nicht. 21% haben sie. Ja, muss man hier erstmal umrechnen, ja. Muss hier erstmal Mathematik anwenden, um das Ganze hier vernünftig umzurechnen. Das ist echt ein totaler Schwachsinn. Also, tut mir leid, wenn ich da jedes Mal so in Rage gerate, aber das kann es eigentlich einfach nicht sein, ja, weil das sind verdammt nochmal Prozentangaben, ja. Die Mathelehrer schwärmen davon, wie präzise und genau die Mathematik ist. Alles ist berechenbar, alles ist so, wie es ist. Und dann kommt dieses Kackspiel hierher dahergelaufen, ja. Also jetzt nur in diesem Bereich als Kackspiel angesehen. Kommt dahergelaufen und widerstößt einfach gegen jedes mathematische Zufallsprinzip. Und das kann es nicht sein. Ja, da kriege ich so einen Hals voll. Ich weiß, das ist jetzt wirklich jedes Video. Natürlich schafft man sie nur, wenn man Donuts einsetzt. Ja, das ist der zweite Punkt. Ja, man schafft sie nur, wenn man Donuts einsetzt. Du schaffst sie nicht, wenn du Batterien einsetzt. Nein, du musst Donuts ausgeben. Ja, weil sie immer schön Geld in den Arsch gepumpt haben wollen. Wie es halt so ist. Meine Herren, nee. So. Da haben wir wenigstens die 3 Spackos geschafft. Sind wir wenigstens einen minimalen Schritt weiter auf der Karriereleiter. Und greifen den Yeti an. Oh, Stufe 208. Schon ein ganzes Stückchen höher. Oh, der hat jetzt 2300. Sprich, der wird einiges mehr haben. Dafür habe ich mehr Intuition. Ja, 500 habe ich dann, glaube ich, mehr mit meinem richtigen Equip. Mal nachschauen. Müssten 500 circa sein. So. Ne, nur 400. Ist alles richtig, ja. Ja gut, ich könnte es natürlich noch auf 700 erhöhen. Lol, das war gerade vor der Grafikpack da. Ich könnte es natürlich noch auf 700 erhöhen. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist dann die Prozentchance. Das müsste dann eigentlich, Moment mal, gegen 2000 steht er dann immer da. 27 gegen 2000, der hat nochmal 170 weniger. 34% würde ich jetzt mal so sagen. Allerdings crittet er dann oft, ne? Also da müsste ich schon wirklich, wobei mit 33% müsste ich ja theoretisch, ja, kommt wieder die Theorie ins Spiel, müsste ich ja dann theoretisch auch jedem circa 3. Schlag ausweichen. Und wie man gerade bei den Jodlern gesehen hat, ich halte auch schon so 5-6 Schläge aus, ne? Wenn er nicht crittet, dann sind da 4-5 Schläge drin. Bei einem Crit 3-4. Ja, ich heb den mir mal auf jeden Fall. Also werde ich jetzt nicht immer tragen, aber den behalte ich mir mal im Hinterkopf. Den können wir sicherlich noch gebrauchen. Sind wir schon wieder 3-mal angegriffen oder habe ich die nicht gelöscht? Nee, ich war schon wieder 3-mal angegriffen. Aber wieder plus, Gesamt. Nee, steht hier nicht mehr. Früher stand das immer irgendwo. Nee, steht nicht mehr da. Schade, egal. Ja, Moment mal, sind sie jetzt immer noch da? Kann man die, ach, mach mal alle löschen. Dann blickt mir ja kein Schwein mehr durch. So. Ja gut, dann war es eigentlich so im Großen und Ganzen schon wieder. Ich werde meine Trainingseinheiten noch weitermachen. Ich werde wahrscheinlich, weiß ich jetzt sicherlich einige fragen, wie lange ich das mit dem Ausdauerzeug noch machen will. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bisher läuft es ja ganz gut und bisher habe ich das Equip ja immer so ausgelegt, dass ich halt sehr viel Intuition und Kraft durch Gegenstände bekomme. Intuition und Grips. Und, ja gut, auch Kraft, ja, natürlich auch. Und dafür halt weniger durch Gegenstände Kondition, das halt einfach als Grundfähigkeit extrem hoch machen, damit es halt einfach insgesamt genauso hoch wie die anderen sind, aber dass ich mein Equip sehr Stärke prozentlastig machen kann, nenne ich es jetzt mal. Und ja, also ich werde es jetzt wahrscheinlich noch, also mindestens bis 1000 auf Grundfähigkeit werde ich immer noch täglich weiter nur Kondition trainieren. Und auch Skillen. Ja, ich mache immer einen Skillpunkt von den Stufen-Ups auf Intuition und einen auf den, auf Kondition und einen auf den beiden Werten, der gerade niedriger ist. Werde ich wahrscheinlich so weiterfahren, noch ziemlich lange. Also bis 1000, wie gesagt, das dauert noch eine ganze Weile. Ja, und dann muss ich es mir echt mal überlegen. Habe ich noch keinen Plan. Oh, Entschuldigung. Hat sich gerade ein Gainer angebahnt. Ja,
Müde wie immer. Gut, es ist Donnerstag, morgen letzter Tag endlich und dann Wochenende. Jo. Genau. Und bis 1000 werde ich es weitermachen und ja, wie gesagt, mal schauen. Ist ja noch eine Weile hin. Dann verlängern wir noch die Boosts, habe ich auch gesehen. Das darf ich ja nicht vergessen, weil die Donuts sind ja immer nur eigentlich nur für die Boosts gedacht. Für was anderes gibt man sie ja eigentlich nicht aus. Den können wir auch noch verlängern. Bringt zwar eigentlich nicht viel, weil arbeiten mache ich so extrem wenig, mir ist das echt mal aufgefallen. Die nächste Heldentat, die müsste hier sein, genau. Ich habe noch nicht mal 500 Stunden gearbeitet in weit über einem Monat Serverzeit. Und ich meine, wenn man mal Shakes and Fidget ansieht, da gehe ich ab wie eine Rakete, muss man mal sagen. Ne? Also da arbeite ich wesentlich mehr. Gut, es gibt keine Trainingseinheiten, gut, es gibt keine Schurken, die mich wirklich davon abhalten. Aber es ist wirklich extrem wenig. Ja, ich habe es auch ein paar Mal wirklich vergessen. 8 Stunden weg dahin. Also die 500 hätte ich wahrscheinlich selbst mit dem schlechteren Prinzip fertig. Und ja, muss ich sagen, da war ich hier echt nicht fleißig. Ja, genau. Ohne Fleiß kein Preis. Den Preis habe ich echt nicht verdient, weil ich war kein bisschen fleißig, was das Arbeiten angeht. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Genau. Und dann war es auch schon wieder. So kurz war es dann am Ende doch wieder nicht. Ja. Moment, ich wollte nochmal schauen, wer gerade so teammäßig die Nase vorn hat. Wobei ich da sagen muss, es ist sehr krass verfälscht, ja. Weil zum Beispiel Unbreakable Desire würde die Knuddelvilla wahrscheinlich einfach wegknallen. Genauso Reborn, die sind hier gar nicht aufgeführt. Wo sind denn die eigentlich? Sind hier Platz 16, ja, von Ehremäßig her. Würden die locker Platz 1 bis 3 belegen. Allerdings die Statuen bzw. die Trophäen verfälschen das ganz krass. Ja? Die geben ja minus 20% Fähigkeitspunkte pro Trophäe im Teamkampf. Sprich, wenn man 4 Trophäen hat, hat man minus, oder nein, ich glaube, Moment mal, stimmt das? Minus 20%? Ne, minus 10%, Entschuldigung, minus 10%, nicht minus 20, minus 20 wäre ein bisschen krass. Ich dachte es mir auch gerade, deswegen habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Minus 10%, sprich, wenn man 5 hätte, bei 4 sind es jetzt 40%, bei 5 minus 50%, sprich, jeder kämpft mit nur 40%, nur mit 60% seiner Fähigkeitspunkte. Und das ist wirklich krass, ja. Also, gut, naja, das wäre jetzt auch ein bisschen hochgestapelt, aber hätten die 5 Trophäen, ja, könnten wir tatsächlich eine minimale Chance haben, die zu besiegen. Weil sie alle mit Hälfte Energie, mit Hälfte Kondition, mit Hälfte Intuition, mit Hälfte Grips kämpfen würden. Und wenn man sich das mal anschaut, hier, Mist, der hat kein richtiges Equip drin. Dann eben der hier. Genau. 1500, 1700, 1400, 400 und ja, das wäre ziemlich schlecht. Also würde ich locker schaffen. Natürlich, wir würden natürlich voll auf die Schnauze bekommen. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass wir sie dann besiegen könnten. Ich meine nur, dass es dann extrem verfälscht wird. Und Reborn, soweit ich weiß, Moment, haben die 3 Trophäen, ja. Also die sind, glaube ich, dauerhaft im Besitz von 3 bis 5 Trophäen. Und von daher können sie gar nicht so hochkommen. Ich meine, ein bisschen höher wäre wahrscheinlich schon möglich. Aber ich würde mal sagen, durch die Trophäen können die einfach nicht Platz 1 bis 5 dauerhaft bleiben, weil sie einfach Minusfähigkeitspunkte haben. Und zum Beispiel die Vorstadthelden sind zwar durchaus schlechter, ja, ganz klar. Aber die haben halt einfach den Vorteil, die haben keine Trophäen. Das heißt, sie kämpfen immer mit vollen Fähigkeitspunkten. Und deswegen, ja, haben die da einfach kein Problem, die wegzurotzen. Naja, ich rede schon wieder viel zu viel, ich merke es. Danke fürs Zusehen, bis morgen. Wobei ich weiß, morgen weiß ich gar nicht, ob ich aufnehmen kann, weil morgen ist ja. Ach halt, morgen ist ja Freitag, ich dachte gerade, morgen ist Samstag. Boah, jetzt war ich auf Fallstrip. Nein, 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 bis morgen. Macht's gut, haut rein, bis morgen. Ich sag zu oft bis morgen, ne? Fail. Auf jeden Fall, ciao, ciao.